Topagrar Fahrbericht. Amazone UF 1302. Amazone hat mit der UF 1002 und 1302 Baureihe der Anbaufeldspritzen UF 02 nach unten erweitert. Im Zuge dessen gibt es für die gesamte Baureihe einige neue Details. Der Koppelpunkt des Oberlenkers lässt sich jetzt entriegeln. Das bringt zum Kuppeln der Leitungen mehr Platz zwischen Schlepper und Feldspritze. Beim Zurücksetzen verriegelt der Oberlenker-Koppelpunkt und man hebt mit den Unterlenkern die Maschine einfach an. Sehr gut gefallen haben uns die neuen Abstellstützen. Mit einem Haken zieht man an einer Metallöse und die Stützen klappen einfach seitlich hoch. Weitere Neuheiten verbergen sich hinter der großen Schwenktür links an der Maschine. Hier findet man das neue Bediencenter, das Amazone Smart Center nennt. Dabei hat der Kunde die Wahl zwischen dem Standard- und dem Komfortpaket. Unsere UF kam mit dem Standardpaket. Wählt man die Komfortausstattung, so gibt es unter anderem einen Befüllstopp, sogar bei Druckbefüllung. Neu ist auch die 60 Liter fassende Einspülschleuse, die nun von oben herunterklappt. Die Leistung der mittig angeordneten Absaugung hat uns begeistert. Wir konnten ohne Probleme einen 25 Kilo Sack Bittersalz in die Schleuse kippen. Die Mischdüse löst das Salz mühelos auf. Außerdem bietet die Einspülschleuse an der Unterseite des Deckels einen Messbecherhalter. So lassen sich die Pflanzenschutzmittel sicher über der Schleuse dosieren. Mithilfe der Kanisterspülung lässt sich die Schleuse nach dem Befüllen zudem nochmals reinigen. Im Gegensatz zur Baureihe UF01 ist das gesamte Bediencenter und die Einspülschleuse durch die großzügige Abdeckung ordentlich gegen Schmutz geschützt. Das ist gut. Neu im Programm sind auch die Flüssigdüngerschläuche. Diese arbeiten nun mit einem Knickgelenk und einem flexiblen Schlauch. Dadurch hängen die Schläuche während der Straßenfahrt senkrecht nach unten, was vor allem bei eingeklappten Kugelstängen von Vorteil ist. Auch im Feld macht die UF 1302 eine gute Figur. Unsere Maschine war mit einem 21 Meter breiten Super S2 Gestänge ausgestattet. Die automatische Gestängeführung Distance Control führte das Gestänge gut über den Bestand, auch wenn dieser teilweise recht lückig war. Die Anbaufeldspritzen lassen sich weiterhin von der sehr einfachen Ausstattung mit zum Beispiel manueller Teilbreitenschaltung bis hin zur voll ausgestatteten High-End-Maschine konfigurieren. Weitere Infos, wie zum Beispiel zur neuen kontinuierlichen Innenreinigung der Amatron Twin App sowie Preise, lesen Sie in der Topagrar-Ausgabe 9/2020.